Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, The Winds of Anthos. Morgen wird das Wetter etwas rauer, okay? Schütze die Pflanzen. Kann ich da machen. Jetzt schützen wir erstmal was anderes. Eisen aus, okay, und Kaffeebohnen. Eisen und Kaffeebohnen, okay. Wenn ich mal alles habe, dann mach ich mal wieder einen Rundgang. So. Das war Lisa Schaf, das leicht weißlich ist, aber dafür braune Wolle abgibt, ne? Oder Schwarznasenschafswolle. Erstmal alle Schafe machen. Erstmal die großen Tiere. Ich habe jetzt keinen Zeitdruck, also das Wetter ändert sich zum Glück nicht so rapide wie in Story of Seasons. Was ich aber auch ehrlich gesagt so, das finde ich so sehr interessant an Story of Seasons, A Wonderful Life, dass das Wetter sich da während des Tages ändert. Das finde ich richtig nice. Das ist so leicht realistischer. Weil, wer kennt es nicht, man geht morgens aus dem Haus und dann am Laufe des Tages fängt es an zu regnen oder man geht in einen anderen Bereich, das dann sehr hier, da regnet es, da regnet es nicht. Also das ist ja schon mal echt super gemacht, das hier. Aber wie gesagt, was jetzt hier noch fehlt, wäre so wirklich dieses kleine i-Tüpfelchen, sag ich jetzt mal. Dass das Wetter im Laufe des Tages sich ändern würde. Könnte. Ich meine, jetzt brauche ich hier zum Glück nicht gießen, aber ich glaube, ich kann jetzt hier ernten, ne? Ne, ich kann nur düngen. Oh, das ist noch besser. Zeit gespart! Yay! Erst dahin. So, schnell hier hin. Zack. Einmal aufwärmen. So. Zack, warten, bis das Herz wieder voll ist. So, und raus. Dann drücken wir Minus. Gehen hier oben hin. Na, sieh mal grad. Und schauen, ob unsere roten Zwiebeln jetzt erntereif sind. Das wäre natürlich nice, wenn das jetzt auch schon fertig wäre, weil dann könnten wir echt so viele Fliegen jetzt auf einmal schlagen. So viele Fliegen mit einer Klappe. Eine Juwelenzwiebel. Es geht genau auf. Wir brauchen drei Stück. Ja. Dann geht es jetzt in die Apotheke. Oh, ist das schön. Es ging genau auf. Das ist wichtig, dass es genau aufgeht. Farbstoff? Ich brauche drei Juwelenzwiebeln und eine Bronze. Sieht so aus, als hättest du alle Materialien, die wir brauchen. Danke. Jetzt kann ich die Farbstoffe und Fixiermittel herstellen. So. Okay, ich bin fertig. Ja, endlich ist der Stoff fertig. Es war harte Arbeit, keine Frage, aber die Mühe hat sich gelohnt. Und ich denke, wir haben ein paar hochwertige Stoffe hergestellt. Ja, es ist eine solide Gewebe und es sieht tatsächlich stark aus. Es fühlt sich gut an auf der Haut und sollte vor der Kälte schützen. Ideal für die Herstellung der traditionellen Kleidung. Glaubst du das wirklich? Ich kann es kaum erwarten, ein neues Outfit daraus zu machen. Oh, ist das die Farbe? Ja, ich bin gerade damit fertig geworden. Eigentlich kommst du genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin gerade dabei, mit dem Färben anzufangen. Juhu, worauf warten wir dann noch? Lena, ich habe das Buch über traditionelle Simagrad-Muster gefunden. Danke, mal sehen. Oh, ich liebe dieses Muster. Aber welches soll ich diesmal nehmen? Was das Auswählen eines Musters angeht, ist es tatsächlich ein Weg, die eigene Persönlichkeit auszudrücken. Warte nur ab, ich suche das Perfekte aus. Dieses Muster ist schön, aber vielleicht zu auffällig für ein ganzes Outfit. Als Akzent auf den Ärmelbündchen ist es vielleicht gut geeignet. Ich muss also den Saum anpassen. Okay, es ist fertig. Soll ich das in diese Flüssigkeit geben? Ja.
achte darauf, dass du es nicht zu lange drin lässt. Es kann ätzend wirken. Was? Warum hast du es nicht gesagt? Ist das lang genug? Ah, ein bisschen länger noch. Jetzt? Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis zu sehen. Ja, das sollte reichen. Nun, sieht es nicht modern aus? Danke, ich denke, du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir das einfach in die gewünschte Form nähen. Schon sind wir fertig. Warte, ich bringe die Nadeln und das Garn von zu Hause mit. Okay, Zeit zum Nähen. Ich kann es kaum erwarten, die traditionelle Kleidung zu sehen, sobald sie fertig ist. Ich freue mich auf die Reaktion der anderen, wenn ich sie trage. Oh, was? Der Stoff ist zu dick. Die Nadel bleibt stecken. Was? Meine Nadel ist abgebrochen. Was soll ich tun? Der Stoff ist zu dick für meine Nadeln. Aber diese Nadeln hier sind alle die ich habe. Jetzt, wo du es erwähnst, erinnere ich mich, etwas über eine spezielle Metallnadel für die Herstellung von Trachten gesehen zu haben. Mal sehen. Was für ein Metall hat Dr. Sinel für seine Ausrüstung verwendet? Was auch immer es ist ziemlich robust. Ich erinnere mich, dass der Arzt sagt, dass das Vulkanerz verwendet, da die Geräte aus dem Einsatz in menschlichen Körper hergestellt wurden. Vulkanerz, das ist es. Ist es das Adamantit? Zeig mal her, Adamantit, ein seltenes Erz aus vulkanischem Gestein? Sehr robust, es wird für die medizinischen Geräte verwendet und für hochwertige High-End-Nadeln. Ah, ich erinnere mich jetzt. Richtig, wir brauchen Adamantinnadeln, um traditionelle Kleidung zu nähen. Das hätte ich völlig vergessen. Moment, das Erz ist also nur in vulkanischem Gestein zu finden? Du meinst das Gestein von dem Berg, den man an einem klaren Tag in der Ferne sehen kann? Wie bekommen wir das Gestein dorthin? Du wirst es schaffen? Wirklich? Du willst zum Vulkan kommen? Was meinst du damit, dass du dir das Reisen gewöhnt bist? Okay, wenn du dir sicher bist, dann wäre das sehr hilfreich, aber tu nichts zu Gefährliches. Es heißt, dass es in der Nähe des Berges ziemlich heiß wird, also solltest du dich darauf vorbereiten. Viel Glück! Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich schon Adamantit habe. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Ah, nee, stopp, hier bekomme ich das nicht her. Das war falsch. Und wieder raus. Servus und tschüss. Ich brauche den Gemischtwarenladen. Ich weiß nicht, habe ich hier vielleicht noch was? Ja, okay, hier habe ich was. Dann gucken wir doch mal. Nee, ich habe noch keinen Adamantit. Uff. Das wird jetzt heikel. Gehen wir zu der Vulkanmine. Puh, hier ist es ziemlich heiß und feucht. Ich frage mich, wo der Eingang zu der Adamantit-Erzmine ist. Toplay, ein Erdbeben, pass auf! Ist es warm. Oh, das war ein Schock. Toplay, geht's dir gut? Ja. Was war das bloß? Ein Erdbeben? Warte, ist das der Eingang zur Mine? Schauen wir uns ihn an. Und suchen danach dann nach dem Adamantiterz. Ja, rein da, weil das ist heiß. Ich glaube, in der Mine ist es ein bisschen kühler. Glaube ich, weiß ich nicht. Glas Edelstein. Da ist der Gang nach unten. Ah, ich. Moment, sind es dann immer so rote Flecken? Ja. Was könntest du sein? Silbererz. Okay, ich habe rein theoretisch genügend mit, um hier tief in die Mine reinzukommen.
Bronze. Was bist du für ein Erz? Adamantiterz. Na, wunderbar. Ist das Adamantiterz? Wir haben es gefunden. Bringen wir es zu Lina und den anderen. Oh, aber zuerst solltest du den Menschen im Dorf immer gerade bei ihren Problemen helfen. Sie sollten in der Lage sein, die Fertigstellung ihrer traditionellen Outfits ohne Sorge zu feiern. Jetzt ernsthaft? Aber, jetzt muss ich doch erst den Leuten helfen. Ich bin gerade dabei, das Restaurant zu renovieren. Ich habe den Laden gereinigt und eine neue Speisekarte zusammengestellt. Wenn du Zeit hast, könntest du mir Materialien besorgen. Ich danke dir. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Weißer Pilz, Eisenholz. Mehr nicht? Okay. Na, das ist ja... Aber jedenfalls haben wir den ersten Stern schon mal. Wer könnte die Aufgabe haben? Er, ne? Ich habe darüber nachgedacht, meinen Werkzeugladen zu reparieren, aber ich komme in meinem Alter, in dem mich das Sammeln der Materialien monatelang umhauen wird. Kannst du mir bitte die Materialien geben, die ich für die Reparatur dieses Hauses brauche? Danke, ich habe es nicht so eilig, also lass dir Zeit. Glas. Na super. So, jetzt muss ich aber mal was leider essen. Ansonsten wird das ein bisschen eng. So, wer hat hier die Aufgabe? Wahrscheinlich der Apotheker selber. Ich würde sagen, er hat die Aufgabe. Hallo, ich muss dich mal einen Gefallen bitten. Die Dorfbewohner reparieren die leerstehenden Häuser im Dorf, aber uns geht das Material aus. Kannst du mir bitte mit Materialien versorgen, die ich für die Reparatur dieses Hauses brauche? Danke. Eistrompete. Wo bekomme ich denn die Eistrompete schon wieder her? Ich drehe durch. Wo bekomme ich eine Eistrompete her? Ich nehme einfach eine Trompete und lege sie in Eis ein, hä? Das ist eine Eistrompete. Haha. Mein Haus wurde vor einer Weile bei einem Schneesturm zerstört, aber ich hatte keine Zeit, die Materialien zu besorgen, um es zu reparieren. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht die Materialien besorgen könntest, die ich brauche. Danke, ich warte hier auf dich. Kristall. Okay. Also wir brauchen jetzt massig Holz. Massig. Das heißt also als allererstes erstmal hier Richtung Dock gehen, wo hoffenweise Bäume sind. Und dann das Holz sammeln. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel Holz wir brauchen, damit wir dann so eine gewisse Grundrichtung haben, die wir sammeln müssten. 15, 21, 29, 37, 37. Okay, Glas brauchen wir auch. Aber erstmal 37 Holz. Das ist erstmal das, was wir jetzt hauptsächlich brauchen. Damit bekommen wir die Eistrompete. Rübensamen sind es die, die ich nicht brauche, aber egal. Fakt ist erstmal 37 Holz, das heißt 4 Bäume. Vier Bäume müssen wir fällen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Danke für die Rüben. Vielen Dank für die Rüben. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Müssen uns das Kristall holen und Glas holen. Dann können wir
können wir, glaube ich, die ersten Sachen schon abgeben, ne? So, wir brauchen weißer Pilz. Muss ich gucken, wo ich den her habe. Den müssen wir definitiv holen. So, dann brauche ich Steine. Halt, ich habe Steine im Inventar. Rohkristall. Eisen. Das Holz brauche ich erstmal nicht. Das kann erstmal weg. Das kann auch erstmal weg und das kann auch erstmal weg. So. Brauche ich auch erstmal nicht. Das Bronzeerz brauche ich auch nicht. Und das Silbererz brauche ich erst recht nicht. Was haben wir da? Rohglas, genau, Rohglas. Das brauche ich noch. Das brauche ich noch. Haben wir noch irgendwo Rohglas? Ja. Seht ihr mal, da haben wir schon die ersten Sachen, die wir abgeben können, damit wir dann entsprechend alles da erledigen können. Ich glaube, ich brauchte 8 Kristalle. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, wo haben wir es denn? Glas brauchte ich 10. Und Kristalle brauchte ich 8. Machen wir auch mal 10, komm. Wir gucken nochmal. Haben wir vollzählig? Haben wir nicht vollzählig. Da fehlt uns der weiße Pilz. Kristall haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da fehlt uns die Eistrompete. Okay, also 3 Anfragen können wir erledigen. Wir brauchen nur den weißen Pilz. Da müssen wir gucken, wo kriegen wir jetzt den weißen Pilz her. Da oben. Oh, das wird ja fies. Das wird fies. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin. Achso, ich muss jetzt mal raus. Entschuldigung. Wie konnte ich denn so blond sein? Gehen wir erstmal hier hin. Gehen ins Wasser, um dann weiterzugehen Richtung weißer Pilz. So, wir haben uns kurz aufgewärmt. So, jetzt müssen wir den ersten weißen Pilz finden. Der wäre hier. Da komme ich nicht rüber. Da käme ich nur von da aus dahin. Dann gehen wir hier von Semagrad aus. Komm. Ich glaube, das ist die schnellste Variante. Von hier aus dann rechts. Hier hoch, damit wir dann zum weißen Pilz kommen. Halt, da ist ein Lichtwesen. Yay! Ich finde das so geil, dass ich auf dem Eis laufen kann. Grünkohlsamen. So, hier haben wir den ersten weißen Pilz. Und da oben ist dann der nächste. Der letzte ist dann im Dorf. Der letzte ist im Dorf. Das heißt, das heißt, wir gehen kurz zur Quelle. Tanken ganz kurz auf, damit wir nicht irgendwie, ne? Ja, komm, das reicht. Wundert mich, dass ich da übrigens gießen muss. Rein theoretisch würden die Pflanzen ja daran kaputt gehen. Wenn man ein bisschen weiter denkt. So, und hier unten ist dann irgendwo der letzte Pilz.
Da sind sogar zwei weiße Pilze. Okay. Jetzt laufen wir. Eigentlich wollte ich das Fischfest haben, aber so ist auch in Ordnung. So, dann bringen wir jetzt erstmal das erste weg, dann das zweite, dann das dritte. Ich weiß nicht, was er jetzt braucht, aber ich glaube, er brauchte den Pilz. Nimm das. Nimm das! Bam! So, dann hier zur Werkstatt. Ich finde es toll, dass die Zeit, während man sich unterhält, immer noch weiterläuft. Auch nicht. Bei dem anderen lief es gerade weiter, wo er mich rausgeschmissen hatte. Fand ich voll unfair. Na egal. Aber ich habe jetzt jedenfalls die Blumen, die ich anpflanzen kann. Sag ich doch, ha. Wunderbar, jetzt kann das Haus reparieren. Ja, und wunderbar, das war's dann schon wieder mit der Folge. Also, das ist nicht wunderbar, aber wir haben einiges dann doch in der Folge geschafft. Eigentlich mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Ich dachte eigentlich nur, ich gebe das ab, muss wieder ein paar Tage warten, bis es genäht hat. Nein, sie haben es anders geregelt. Ich wollte eigentlich noch das Fest machen, aber ja gut, dann machen wir es halt mal anders. Ich sage jedenfalls schon mal, danke wie immer fürs Einschalten. So, wir wollen jetzt hier noch ganz kurz diese Blümchen einpflanzen. Wo sind sie da? Die Eistrompetensamen. Und dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.